Einen wunderschönen guten Morgen, Levelet. Soulboy hier vom Kanal Soul Trades. Und wie ihr sehen könnt, es ist bitterkalt. Wir haben kurz vor Silvester und ich habe mir gedacht, ich trainiere mal ein bisschen den Weihnachtsspeck ab und laufe mal wieder ein bisschen am Rhein entlang. Diesmal aber im Spiegeluniversum, also auf der anderen Rheinseite, also die linksrheinische Seite. Ja, mache so eine kleine Tour. Und ja, heute geht es endlich mal ums Gear. Ihr habt ja schon so oft nachgefragt, macht doch endlich mal wieder ein Gear-Video. Wie hat sich deine Ausrüstung bewährt, etc. etc. Genau das ist heute das Thema. Und ja, ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Ja, ihr Lieben, wie ihr sehen könnt, ich treibe mich wieder irgendwo am Rhein rum. Ich muss ein bisschen den Winterspeck abtrainieren. Und ich hoffe, ihr habt eine schöne Wintersonnenwende gehabt und genießt jetzt die rauen Nächte. Ja, Gear. Immer wieder kamen Kommentare, mach doch mal endlich neues Gear-Video, wie deine Sachen sich so geschlagen haben. Und habe ich euch eigentlich auch die ganze Zeit versprochen, bin ich nur nicht zugekommen. Und jetzt ist es wirklich mal an der Zeit, dass ich euch das mal präsentiere. Aber eins vorweg, ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, ja, was war denn hier 2019 los? Bis auf den Harzer Hexensteg gar keine Tourenvideos, die ich persönlich ja eigentlich lieber mag als jetzt reine Gear-Videos. Dazu muss ich sagen, wir haben uns das Jahr eigentlich auch anders vorgestellt. Wir hatten eigentlich eine Menge geplant, zum Beispiel wir wollten den Westerwaldsteig komplett laufen. Das hat leider nicht geklappt bei uns, weil wir arbeitstechnisch sehr eingebunden waren. Ja, und im Herbst wollte ich eigentlich mit so einer Ultraleitbande eine schöne Tour laufen. Das hat leider auch nicht geklappt, weil von den Leuten auch arbeitstechnisch einer verhindert war. Und eigentlich hat dieses Jahr überhaupt nichts geklappt. Selbst auf dem Moselsteig haben wir nur geschafft, eine Etappe zu laufen. Das war die mit Trailroads. Uns haben so viele Leute kurzfristig abgesagt oder sind krank geworden. Da steckt man nicht drin, da kann man nichts machen. Das ist natürlich auch schwierig zu organisieren. Und deswegen gab es eigentlich 2019 so gut wie gar keine Tourenvideos. Aber ist auch nicht so schlimm, weil ich habe jetzt demnächst eine große Ankündigung zu machen. Und zwar geht es für mich 2020 richtig los. Ich habe tatsächlich ein halbes Jahr unbezahlten Urlaub bekommen und werde dann nächstes Jahr eine sehr große Tour laufen, um die 3400 Kilometer. Um welche Tour es sich da handelt, verrate ich dann im nächsten Video. Da werde ich das Ganze groß ankündigen und vorstellen. Nur eins vorweg, damit es keine Spekulationen gibt. Es ist nicht der Appalachian Trail, der PCT oder der CDT. Also da braucht ihr euch schon mal nicht drauf zu freuen. Der eine oder andere findet das bestimmt wieder doof, was ich da mache. Aber das ist mir auch Latte. Schließlich muss ich den Weg erlaufen. Ja, ihr Lieben, kein Gear-Video ohne den berühmten Soul Trades Disclaimer vorher. Muss ich leider machen, weil es doch sehr oft zu Missverständnissen kommt im Netz. Beste Beispiel ist mein letztes Video über das Space Weight. Da habe ich Bushcraft bzw. Militärausrüstung mit Ultraleichtausrüstung verglichen. Und das haben einige Leute kritisiert, teilweise auch zu Recht oder haben es falsch verstanden. Mir ging es darum, nicht verschiedene Ausrüstungen miteinander zu vergleichen. Mir ist schon vollkommen klar, dass man einen Carinthia Defense 4, der fürs Militär entwickelt wurde, nicht mit einem ultraleichten Daunenschlafsack vergleichen kann. Vom Einsatz her. Darum ging es mir auch gar nicht. Mir geht es bei solchen Vergleichen, die ich auch in der Zukunft noch machen werde, immer um einen respektvollen Vergleich zwischen zwei Gewichtsextremen. Das heißt, ich wollte in keinster Weise die Ausrüstung lächerlich machen oder ihren Sinn in Frage stellen, sondern es geht um einen respektvollen Vergleich zwischen zwei absoluten Gewichtsextremen. Nicht mehr und nicht weniger. Und solche Sachen muss man halt leider im Vorfeld sagen, sonst wird man kräftig missverstanden. Also mache ich das jetzt. Ja, Nummer eins. Bei meinen Erfahrungen dieser Ausrüstung handelt es sich natürlich wieder um eine subjektive Erfahrung. Das heißt, ein Rucksack, der für mich funktioniert, oder wenn ich sage, dieser Rucksack ist mega bequem, das bedeutet noch lange nicht, dass dieser Rucksack für euch mega bequem ist. Ist eigentlich selbstverständlich, aber ich sage es trotzdem immer wieder davor.
Ja, Nummer zwei ist, ich stelle gerade im Bereich der Big Three sehr hochpreisige Sachen vor. Da gab es auch zu Recht teilweise immer mal wieder Kritik von wegen, ja, ach, das sind aber schon teuer, die Sachen, das kann man sich doch nicht leisten. Obwohl ich immer wieder gesagt habe, dass es auch im Ultralight-Bereich Budget-Sachen gibt oder Ausrüstung, die sich eigentlich jeder leisten kann. Aus dem Stegreif zum Beispiel, der Rucksack muss nicht Cuban Fiber sein. Der beliebte Osprey Exos 48, also wirklich ein sehr, sehr beliebter Rucksack in der Ultralight-Szene. Der tut es auch, kostet etwas über 100 Euro. Oder bei Zelten kann man mal sich die Zelte oder Tarps der Firma Six Moon Design angucken. Kosten auch etwas über 100 Euro. Wunderbar, fährt man super mit. Nur bei Daunenschlafsäcke oder Quilts verhält sich das anders. Aber dazu sage ich was im Video. Ja, und in Sachen Kleidung und Ausrüstung geht man einfach zum Decathlon. Fragt Hiking Machine, da kriegt man auf jeden Fall für schmales Geld eine schöne Ultralight-Ausrüstung. Ja, dann kommen wir zum letzten Punkt. Das muss ich allein schon aus rechtlichen Gründen immer wieder vor meinen Gear-Videos sagen. All das Material, was ich euch gleich zeige, bewerte, vorstelle, ist mein Eigentum. Das habe ich mit meinem eigenen Geld gekauft. Mir wurde nicht zur Verfügung gestellt. Ich werde nicht gesponsert und ich habe auch keine finanziellen Vorteile dadurch, dass ich euch das Material zeige. Wie immer gibt es auch keine Amazon-Links oder irgend so Spökes auf meinem Kanal. Also schaut es euch an, macht euch eure eigenen Gedanken. Und ich würde sagen, dann legen wir mal los. So ihr Lieben, dann beginnen wir mal mit den Big Three. Und zwar hier erstmal mit meinem Hauptgegenstand. Und zwar ist das der Rucksack. Das ist ein Rucksack der amerikanischen Firma CPEX. Wie ich am Anfang ja auch schon erwähnt habe, ist CPEX eine sehr hochpreisige Firma. Also zusammen mit Gossamer Gear, mit Hyperlight Mountain Gear und diversen anderen Ultralight-Spezialisten, die viel mit diesem Material arbeiten, Cuban Fiber oder beziehungsweise Dyneema Composite Fabric, wie das ja jetzt heißt, ist das eine sehr hochpreisige Geschichte. Ja, dieser Rucksack kostet 293 Euro, ist also jetzt auch nicht, kostet jetzt auch keine 400 oder 500, da geistern ja immer die atemberaubendsten Preise durchs Netz. Ist also, ich finde ihn persönlich noch nicht mal teuer für das, was er kann. Allerdings muss ich fairerweise sagen, und da muss ich mich auch entschuldigen, für mein erstes Gear-Video, dass ich das nicht erwähnt habe. Da man halt diese Produkte direkt aus den USA bezieht, kommt natürlich noch Zoll und andere Gebühren dazu. Ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen, also bei einer Bestellmenge von 450 Euro kommt locker nochmal 150 Euro Zoll und Einfuhrgebühren und so weiter dazu, nur damit ihr da Bescheid wisst. Es gibt zwar mittlerweile einen deutschen Händler, und zwar Sack und Pack aus Krefeld, der auch diese CPEX-Sachen vertreibt, aber er packt natürlich zusätzlich zu dem Zoll, den er auch hat, nochmal seine Gewinnmarge drauf und damit das Ganze noch mal teurer. Ja, bei diesem Rucksack handelt es sich um einen sogenannten Rolltop, das heißt, kennen viele. Man macht den Rucksack halt oben auf und dann stopft man hier alles rein. Man hat also keine Möglichkeit, irgendwie von außen daran zu kommen. Ist eigentlich gängig bei den Ultralight-Rucksäcken, ist also in dem Sinne irgendwie kein richtiger Nachteil. Ein paar Fakten zu diesem Rucksack. Der Rucksack ist mit 55 Liter Fassungsvermögen angegeben. Das unterteilt sich folgendermaßen. Und zwar 42 Liter passen in den Hauptkorpus, dann in den sehr weit gearbeiteten Seitentaschen, nochmal jeweils 2,5 Liter. Und dann nochmal 8 Liter für das Außenmesh. Und so kommt man dann auf 55 Liter. Ja, dann kommen wir auch gleich mal zu den positiven bzw. negativen Dingen. Ja, wie trägt sich dieses Leichtgewicht? Ich bin wirklich überrascht, wie bequem dieser Rucksack ist. Der sieht wirklich nicht gut aus, aber er lässt sich exorbitant gut tragen. Ja, dieser Rucksack würde ich sogar schon fast als die Lastenkraxe unter den Ultralight-Rucksäcken bezeichnen. Ihr werdet wahrscheinlich jetzt lachen, aber die Ultralight-Szene ist mittlerweile schon weitergewandert und dieser Rucksack ist für viele schon viel zu groß und auch, ja, zu schwer will ich nicht sagen, aber schon einfach zu groß vom Volumen her. Und sehr viele Ultralight-Wanderer sind mittlerweile mit ihrem Baseweight so runter, dass sie noch nicht mal hier so einen Hüftgurt brauchen. Und deswegen ist dieser Ultralight-Rucksack schon fast für Leute, die ein Baseweight wirklich um die 5 Kilo haben, vielleicht sogar ein bisschen drüber liegen. Oder halt wie ich zum Beispiel sehr viel Filmequipment mit haben. Und dann sind natürlich diese riesen Hüfttaschen hier Gold wert. So, jetzt könnt ihr schön sehen hier. Jetzt habt ihr hier für die Luftzirkulation, hab ich das nennt man wirklich Gestell. Das ist in Ultralight-Kreisen wirklich ein Gestell.
das brauchen halt die meisten Ultraleitwanderer schon gar nicht mehr. Ich finde es super angenehm, wie gesagt. Einen kleinen Tipp, was sich bei mir herausgestellt hat über die Jahre, macht erst diesen Bogen rein und befüllt dann den Rucksack. Macht nicht den Fehler, dass ihr den Rucksack vollpackt und dann, wenn der Rucksack voll ist, müsst ihr das hier mit Gewalt runterdrücken und dann kriegt ihr das auch nicht mehr so schön hin. Also das ist ein Tipp, wenn ihr auch diesen Rucksack habt oder euch zulegen wollt, spannt erst diesen Bogen und befüllt dann den Rucksack. Ja, wie gesagt, das ist wirklich das, was man ein Tragesystem nennt. Also die meisten Ultraleitrucksäcke haben heutzutage kein Tragesystem, verzichten darauf und werden natürlich dann noch leichter. Aber ich finde dieses System super und entspanne ich das mal wieder. Sollte man wenn man abends ankommt, beziehungsweise den länger nicht gebraucht, sollte man diese Spannung rausnehmen. Ja. Wie hat sich der Rucksack geschlagen? Ist irgendwas kaputt gegangen in der Zeit? Ihr könnt euch das selber mal angucken. Ich zeige euch mal den Boden. Das ist ja hier das meist belastete Stück, sag ich mal. Ihr müsst euch mal vorstellen, wie oft ich jetzt diesen Rucksack schon abgestellt habe auf meinen Trails bei Wind und Wetter. Und ich kann ja gleich mal die Makrolinse aufsetzen und euch mal die Nähte zeigen oder ein bisschen Nahaufnahme. Ich kann hier nichts erkennen. Also er hat sich super geschlagen. Was ein bisschen kaputt gegangen ist, das könnt ihr auch sehen, das ist hier das Mesh. Da bin ich teilweise sogar selber schuld. Das kann ich vielleicht sogar noch einfach selber reparieren. Aber da bin ich halt mal hängen geblieben. Da war ich einfach zu faul, den Rucksack abzunehmen. Und das ist aber nicht weiter schlimm. Und hier auf der Rückseite hat sich irgendwann mal, ich glaube, das war auf dem Rheinsteig, was aufgeribbelt. Und zwar auch das bin ich selber schuld, weil ihr könnt schon erahnen, was da passiert ist. Dieses Netz, was eigentlich gar nicht das Rückenteil des Rucksackes berührt, ist hier gegen diesen Patch geschubbert. Und hat sich dann aufgescheuert. Warum? Weil ich auf dem Rheinsteig einfach mal für 2 Tage vergessen habe, diesen Rucksack, also das Gestell, zu spannen. Ja, daran kann man auch sehen, dass, wenn man den Rucksack nicht gespannt hat, also er direkt auf dem Rücken aufliegt, den Tragekomfort in keinster Weise einbüßt. Also ich habe das wirklich gar nicht gemerkt. Was bei diesem Rucksack auch noch sehr von Vorteil ist, da sind wir jetzt beim Thema Nachhaltigkeit, man kann diesen Hüftgurt abnehmen und austauschen. Und wenn man mal genau hinguckt, am Hüftgurt sind eigentlich so die ersten kleineren, das zeige ich jetzt auch wieder in Nahaufnahmen, hier geht's los, ne? Also das ist alles, das ist nach 2000 Kilometer, finde ich, aber auch normal. Das sind so Scheuerpunkte hier. Und wie gesagt, das ist das Schöne an diesem Rucksack. Das haben nicht viele Rucksäcke, dass sie diesen Hüftgurt einfach austauschen können. Ich kann mir jetzt bei CPEX einfach einen neuen bestellen. Auch wenn ich, angenommen, ich hätte jetzt zugenommen oder abgenommen, ne, hätte ich ohne mir direkt einen neuen Rucksack kaufen zu müssen, dann halt einfach einen neuen Gurt gekauft. Den werde ich vielleicht wirklich mal ersetzen. Ich schaue einfach mal. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Dieser Rucksack ist auf jeden Fall wie der Hersteller verspricht, zu 100% wasserdicht. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Man spart sich dieses lästige Packcover. Was dieser Rucksack, was ich mir auch mitbestellt habe, ist hier so ein kleines Portemonnaie, was mit 2 Clips halt so schön eingehangen ist. Das kann man optional dazu bestellen. Und hier drin habe ich dann immer Bargeld, meine Karten, Autoschlüssel, falls ich den mit habe, halt solche Geschichten. Und das kann man dann halt schnell mal innen abklipsen, auch wenn der Rucksack voll ist. Und dann hat man seine Wertgegenstände immer dabei. Fand ich damals ganz gut. Muss man nicht unbedingt haben, aber naja, da habe ich halt immer, weiß ich mal, wo alles ist. Des Weiteren habe ich noch einen Inliner aus Cuban Fiber. Und das ist einfach nur eine Sicherung. Muss man den haben? Ich finde mittlerweile sogar nein, weil ich dem Rucksack wirklich sehr vertraue. Also er ist wirklich wasserdicht. Aber man weiß ja wirklich nie und bevor man das Risiko eingeht, dass der Schlafsack irgendwie nass wird oder irgendwelche anderen wichtigen Sachen, nehme ich diese paar Gramm dann doch in Kauf und das ist einfach nur eine Absicherung. So, ja, wo Licht ist, ist natürlich auch Schatten, ganz klar. Es gibt 1, 2 negative Punkte, die möchte ich jetzt hier auch anführen. Natürlich, zum einen das Preisschild, wie die Amerikaner sagen. Also dieser Rucksack ist natürlich, kostet ein paar Euro. Es gibt vergleichbare Rucksäcke, die auf jeden Fall billiger sind, weil immer wieder kommen Kommentare, ja, ich kann mir die Sachen von CPEX nicht kaufen, wo ich mir mal denke, ja, es muss doch nicht CPEX sein. Ist ja mit Telefon genau dasselbe. Für den einen reicht ein Telefon für 100 Euro, beim anderen muss es eins für 1000 sein. Ob der Mehrwert da gegeben ist, das muss jeder für sich selber entscheiden. Man kann höchstens mal darauf eingehen, warum
sind die Sachen von CPEX zum Beispiel so teuer. Zum einen ist es das Material, das ist natürlich hier das Cuban Fiber, das ist natürlich somit das stabilste und robusteste Material, was es, oder Textil, was es zurzeit auf dem Markt gibt. Und ja, ich habe ja schon in einem anderen Video erwähnt, das kommt aus dem Hochleistungssegelsport, kann man also fast gar nicht zerreißen. Dann, ja, einige behaupten, ja, zerreißen vielleicht nicht, aber punktuelle Zerstörungen, ne? Hier, wenn man zum Beispiel dann mit dem Ast mal hier aufrechnet, ne? Seht ihr selber, das ist Quatsch. Man muss auch sagen, CPEX ist ja nicht doof. Also das Cuban Fiber ist eigentlich hier das weißliche Material innen. Ja? Das ist also ein sogenanntes Cuban Fiber Laminat und außen ist nochmal ein anderes Material. Also wäre der Rucksack rein aus Cuban Fiber gefertigt, dann würde er im Leben nicht so viel wiegen. Aber da könnt ihr mal sehen, also ihr müsst ja keine Angst haben, wenn ihr mal einem Stock an einem Ast vorbeistreift oder den einfach mal auf den Boden fallen lasst, den Rucksack, da geht nichts kaputt. Ja? Das ist totaler Quatsch. Das ist ein Grund, warum diese Sachen so hochpreisig sind. Der zweite Punkt ist, und das darf man niemals vergessen, CPEX stellt ihre Sachen zu 100% in den USA her, ne? Also in ihrem Heimatland. Da werden die Sachen gefertigt und irgendwie finde ich das auch einen netten Aspekt. Das muss auch belohnt werden und mir macht das, wie gesagt, nichts aus. Aber das ist auf jeden Fall ein negativer Punkt. Die Sachen sind teuer. Der zweite negative Punkt, der mir aufgefallen ist, der Rucksack quietscht. Ab und zu mal. Das habt ihr bestimmt mal hin und wieder in meinen Videos gehört. Da ist so ein Quietschen zu hören. Und ich habe lange gebraucht, herauszufinden, wo das Quietschen herkommt. Und ich habe es jetzt lokalisiert. Und zwar ist es genau hier dieser Punkt, wo dann auch das Gestell aufliegt. Ich weiß nicht, das sind wahrscheinlich die Plastikteile, die hier knarzen. Ich muss mal gucken, wie ich das wegbekomme. Das ist auch nicht immer, das ist auch nicht, ich kann da nicht die Uhr nachstellen, wann das mal quietscht und mal nicht. Aber das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Ich weiß nicht, vielleicht hat CPEX ja an den neueren Modellen irgendwie das Problem schon erkannt und behoben. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, was für den einen oder anderen vielleicht auch ein Nachteil ist, für mich nicht so, aber wollte ich jetzt trotzdem aufhören, ist vielleicht der Rolltop-Verschluss, dass man immer von oben reingreifen muss, um alles rauszuholen. Speziell das Essen, also die schweren Sachen hat man ja immer in der Mitte des Rucksackes und dann muss man schon erst einige Sachen rausnehmen, bis man da rankommt. Klar, es gibt von CPEX zwar auch Modelle, die dann hier noch ein Fach außen haben mit einem Reißverschluss, wo man dann halt auch dann von außen rankommt, aber die sind dann wieder nicht so wasserdicht und dann gehe ich da doch lieber mit dem wasserdichten Modell. Ja, ich hoffe, ich konnte jetzt so ein bisschen Beratung hier durchführen und euch so ein bisschen diesen Rucksack mal näher bringen. Ja, dann natürlich die abschließende Frage, würde ich dieses Modell wieder kaufen? Auf jeden Fall werde ich auch. Ich habe ja nächstes Jahr vor, wie ich am Anfang erzählte, einen größeren Trail zu gehen. Ich habe ein bisschen Angst, ob der die 3000 Kilometer durchhält, sollte ich überhaupt so weit kommen, weil der hat ja auch schon jetzt ein paar tausend runter und ich habe wirklich keinen Ersatz. Also daran seht ihr auch, ich habe jetzt nicht den Keller voll Rucksäcke oder so, ich habe wirklich nur diesen einen. Und da muss ich mal gucken, ob ich mir einfach jetzt dann einen neuen bestelle bei CPEX oder ob ich einfach sage, komm, ich vertraue dem Ding und damit gehe ich los. Weil so zu erkennen, ist, der ist wirklich tadellos. Ja, das war also hier der Rucksack, den ich die ganze Zeit verwendet habe. Ja, liebe Leute, eins kann ich euch noch mit auf den Weg geben beim Rucksackkauf. Ich stehe ja nicht so auf diese Trinkblasen, das hat verschiedene Gründe. Zum einen nehmen sie erstmal Platz hinten im Rucksack weg, dann mag ich das nicht an so einem Schlauch rumzunuckeln. Ich finde das auch nicht besonders hygienisch, muss man auch öfter sauber machen. Und der wichtigste Grund, man sieht nicht, wie viel Wasser noch da ist. Und gerade im Hochsommer könnte das echt ein Problem geben. Also gerade die Möglichkeit zu sehen, wie viel Wasser habe ich noch, hat mir schon oft den Arsch gerettet. Also, wenn ihr auch ohne Trinkblase gehen wollt, Tipp Nummer 1, sucht euch einen Rucksack aus, wo ihr auf jeden Fall locker an die Wasserflaschen rankommt, ohne den Rucksack abzunehmen. Weil das ist ein Hauptargument gegen diese Wasserflaschen. Ja, da muss man den Rucksack immer abnehmen, das ist Quatsch. Das kann man sich ganz einfach antrainieren, ne? Ein paar Dehnübungen, ein bisschen Yoga. Nein, aber bei einigen Rucksäcken sind die Taschen wirklich so hoch, da kommt man dann nur also sehr schlecht rein. Aber ihr seht, das ist überhaupt kein Problem, kann ich beidhändig machen. Das nur mal so ein Tipp. Ja, in diesem Riesensack befindet sich mein Schlafsack bzw. mein Quilt. Das ist auch der Aufbewahrungssack, der mitgeliefert wird von der Firma Enlighten Equipment. So, und zwar, den habt ihr ja schon gesehen, das ist mein Revelation Quilt. Um eins vorwegzunehmen, mit diesem Daunen
quillt, bin ich mehr als zufrieden. Also angegeben wird er mit einer Komforttemperatur von bis zu minus 6 Grad bis minus 4, habe ich es getestet, habe nicht eine Sekunde gefroren. Das Ding ist wirklich sensationell. Also richtig klasse, habe ich ja schon mal erwähnt in einem Video, dass man hier die Foodbox auch komplett aufmachen kann und dann quasi einfach nur eine Decke hat. Und tatsächlich habe ich diesen Daunenschlafsack auch immer im Sommer dabei. Könnte man meinen, jetzt man würde sich zu Tode schwitzen, war seltsamerweise nicht der Fall. Ob ich mir jetzt für reine Sommertouren einen etwas leichteren holen könnte, werde, weiß ich nicht, weil bisher, wie gesagt, bin ich sehr zufrieden mit diesem Quilt. Farbe und Material, das könnt ihr alles auf der Herstellerseite anpassen. Also der ist fast eigentlich custom-made für jeden. Also man kann sich da alles Mögliche aussuchen. Ja, er sieht eigentlich noch recht sauber aus. Mit Daune muss man ja aufpassen, das kann man ja nicht einfach so in die Waschmaschine stecken. Und deswegen gebe ich da immer ein bisschen Acht. Ich habe immer beim Schlafen eine lange Unterhose, einen Longsleeve und auch immer warme, saubere Socken an. Also eigentlich kommt mein Körper eigentlich gar nicht in Kontakt mit dem Material. Ist vielleicht auch deswegen der Grund, warum der noch so sauber ist. Also der ist teuer, der Daunenschlafsack, und da gebe ich auch wirklich drauf Acht. Sollte man auch bei echter Daune. Ja, es gab bei dem Video die größten Vorurteile und Missverständnisse beim Ultraleichtwandern. Einige Kommentare, die sich beschwert haben, warum ich nur den Rucksack preislich verglichen hätte mit anderen Ausrüstungsgegenständen und zum Beispiel jetzt nicht Daunenschlafsäcke. Eigentlich dachte ich, das Problem wäre klar oder das wäre jedem bewusst. Ein Daunenschlafsack oder das Material Daune hat nichts mit Ultraleichtwandern zu tun, sondern das ist ein Naturprodukt und deswegen ist es auch dementsprechend teuer. Es hat also nichts damit zu tun, ob ich mir nun einen Ultraleitschlafsack von einer namhaften Firma aus Daune kaufe oder zum Beispiel einen Daunenschlafsack von Carinthia, der etwas schwerer ist, weil er ein anderes Obermaterial hat, aber genauso viel kostet. Wie gesagt, man kann halt nicht sagen, Ultraleit ist teuer wegen Daune, weil Daune ist teuer. Das wäre die richtige Antwort. Ja, würde ich mir diesen Daunenschlafsack nochmal kaufen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich mag das Modell, keine Frage, aber ich glaube, da würde ich mir wohl eher jetzt ein Modell der Firma Comolus kaufen. Die sind, glaube ich, aus Polen kommen die. Die stellen das ein bisschen preisgünstiger her und ich sag mal so, Daune ist Daune. Und da könnte ich zur Not auch auf so kleine verspielte Details dann auch verzichten, wie zum Beispiel, dass man den dann halt so ganz aufmachen kann. Würden die Modelle dieser Firma hier in Europa angeboten, also sprich ohne Zoll etc., dann würde ich mir diesen Daunenquilt wahrscheinlich sogar wiederholen, wenn er denn mal kaputt gehen würde. Ich kann euch auf jeden Fall jetzt hier dieses spezielle Modell nicht unbedingt empfehlen, weil ich auch nicht weiß, auf welchen Trails ihr lauft. Auf Daune muss man wirklich aufpassen. Man muss wirklich höllisch aufpassen, dass das nicht nass wird, dann verklumpt das nämlich. Und ich kann mir vorstellen, auf einigen Trails, vielleicht so im skandinavischen Bereich, wenn man Nordkap vorhat zu gehen, ist es vielleicht ein bisschen problematisch, mit einem echten Daunenschlafsack zu gehen. Aber das weiß ich nicht. Deswegen will ich mich dazu auch nicht äußern. Ich finde Daune herrlich. Also wie gesagt, ich habe noch nie in dem Ding gefroren. Das hat ein geiles Packmaß. Wie gesagt, negativ ist auf jeden Fall, das Material an sich beansprucht sehr viel Pflege und Achtsamkeit. Und das Preisschild natürlich. So, ich hatte den Daunenschlafsack die ganze Zeit in einem Compression-Set gehabt. Und zwar ist das hier von der Firma Sea2 Summit der Ultraseal Dry Sack oder Compression Sack. Ja, dieses gute Stück werde ich nicht mehr mitnehmen auf meinen Thru-Hikes, weil eigentlich ist es Quatsch, einen Daunenquilt in einen wasserdichten Compression-Sack zu stecken, den wiederum in einen wasserdichten Liner-Sack zu stecken, der wiederum in einem wasserdichten Rucksack steckt. Ja, also das ist viel zu viel. Ich habe mich ein bisschen blenden lassen von der Kompression, dass man den so schön zusammenschrumpfen kann. Aber viele stecken den Daunenschlafsack einfach jetzt unten in den Sack rein und der komprimiert sich ja von alleine, indem man immer mehr draufpackt. Also das geht schon irgendwie, denke ich mir mal. Also auf das gute Stück, was auch immerhin einiges wiegt, werde ich auf jeden Fall in Zukunft verzichten. So, dann kommen wir zum zweiten Teil meines Schlafsystems. Klar, die berühmte Summerrest Neo Air X-Lite.
oder auch die Chipstüte genannt. Ja, liebe Löte, was soll ich zu dieser aufblasbaren Luftmatratze noch großartig sagen? Ich meine, das ist wirklich die Luftmatratze in der Ultraleitszene. Ja, mir fehlen fast die Worte. Also die hat einen R-Wert von 3,5, meine ich. Ich blende das auf jeden Fall nochmal ein, was ein sehr, sehr guter Wert ist. Also mit dieser Luftmatratze kann man teilweise sogar im Winter liegen. Also im Spätherbst auf alle Fälle. Das ist auf jeden Fall eine 100% gute 3-Jahreszeiten-Luftmatratze. Ja, und am Anfang hatte ich wirklich Angst. Da habe ich gedacht, also ruckzuck, hier hast du ein Loch drin. Und man hat zwar ein Flickset dabei, aber eigentlich habe ich gedacht, da kommt ruckzuck ein Loch rein. Und siehe da, 2000 Kilometer, da liegt sie in ihrer ganzen Pracht. Ich musste sie bisher noch nicht flicken, deswegen kann ich euch darüber leider nichts sagen. Was heißt leider, Gott sei Dank, ob das so schwer ist oder nicht. Aber so in YouTube-Videos sieht das eigentlich ganz einfach aus, wie man auch einen Fahrradschlauch flickt. Und diese Flicken scheinen auch zu halten. Ja, die gibt es natürlich noch in breiter. Also wer sich oft dreht und ein bisschen mehr Komfort braucht, der kann sich die breitere Variante holen. Diese gibt es auch als Torso-Variante. Die werde ich mir demnächst mal angucken genauer. Und dann gibt es auch eine neue Überlight, heißt die. Oder Überlight, aber ich meine, ich glaube, die Bezeichnung ist Überlight. Das ist allerdings eine reine Sommermatte. Die hat einen wesentlich schlechteren R-Wert und da sollte man ein bisschen aufpassen, wo man diese Luftmatratze verwendet. Ja, würde ich mir die Neo RX Light wieder kaufen? Auf jeden Fall, immer wieder. Das einzige Problem an dieser Luftmatratze ist auf jeden Fall ganz klar die Geräuschentwicklung. Gerade für jemanden, der sich oft dreht im Schlaf, knistert die schon ungemein. Hört man sogar schon jetzt hier beim Zusammenrollen. Ja. Ihr müsst natürlich überlegen, ob ihr überhaupt auf einer Luftmatratze schlafen könnt oder wollt. Es gibt natürlich auch diese faltbaren Matten, Isomatten, die man nehmen kann. Aber die sind mir immer zu grob, zu groß, zu klobig. Deswegen bleibe ich hier auf dieser Luftmatratze. Gibt es Nachteile? Natürlich gibt es Nachteile. Das habt ihr eben schon beim Zusammenrollen gehört. Auf jeden Fall die Lautstärke. Was ein Riesennachteil ist, ist auf jeden Fall das Aufblasen. Das ist immer abends immer, da hat man überhaupt keinen Bock drauf. Und wenn dann noch die Freundin ankommt und sagt, kannst du meine auch mit aufblasen, dann ist das wirklich so, ah. Also ich werde mir wahrscheinlich von Summerest den Pumpsack kaufen. Das ist ein interessantes Produkt, was eine interessante 3-in-1-Kombination hat. Und zwar einmal ist es ein Pumpsack für halt die Summerest-Systeme. Dann soll man diesen Pumpsack angeblich sogar als Sitzkissen verwenden können, also in Kombination mit so einer Summerest. Und er dient als Liner-Sack. Also ich könnte meinen Liner-Sack rausschmeißen, dafür den Pumpsack rein. Das ist dann so eine sehr interessante Lösung. Warum ist das überhaupt wichtig? Also klar, mit dem Mund aufzublasen, das ist erstmal so schon anstrengend. Und wenn man das jeden Abend machen muss, auch ne, irgendwann hat man die Schnauze voll. Aber ein wichtiger Grund ist, es bildet sich mit der Zeit Schimmel in der Luftmatratze, weil man ja klar seine feuchte, warme Atemluft hier reinbläst. Und wenn es dann draußen auch noch kalt ist, oder dann kann man 1:1 zusammenzählen. Und es gibt viele amerikanische Thru-Hiker, die haben ja so ein Ding mal aufgeschnitten, nachdem sie den AT oder den PCT gewandert sind. Die waren rabenschwarz vor Schimmel. Ne? Und deswegen sollte man da auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Aber das ist auf jeden Fall ein Riesennachteil von diesen Luftmatratzen. Das hat jetzt noch nicht mal was unbedingt mit der Summerrest zu tun. Ja, dann fangen wir mal an mit meinem Shelter. Also wenn man so hochpreisiges Material hat, dann achtet man natürlich auch ein bisschen und pflegt das Material ein bisschen. Und deswegen vor dem Zeltaufbau lege ich immer ein Ground Sheet aus. Und das ist in dem Fall hier so eine Folie. Polychron nennt sich das. Ich hatte ja in meinem ersten Gear-Video dieses Tyvek, dieses etwas dickere Material, vollkommen überdimensioniert, brauchte ich kein bisschen. Das hier ist Polychron der Firma Gossamer Gear. Ich habe mir sagen lassen, dass es wohl auch bei diesen Polychron-Folien Unterschiede gibt, dass sie einen wohl nicht so gut halten. Das Ding hier habe ich wirklich gerockt. Also, was soll ich sagen? Ihr seht es in den Videos. Und das ist wie eine Malerfolie, denkt man. Also und ich hatte das Gefühl, es würde sofort kaputt gehen. Ich hab da so kein Vertrauen drin gehabt. Und in diesem ganzen Ground Sheet ist noch nicht ein einziges Löckskin. Und ich habe wirklich das Zelt schon überall aufgebaut, ob es dann auf Betonflächen waren, auf Schotter mittlerweile, auf etwas unruhigerem Waldboden, wo dann auch mal eine Wurzel ist und so weiter. Ihr kennt das ja. Ne? Und
sowas hilft auf jeden Fall, die Feuchtigkeit, die von unten kommt, zu stoppen. Ja, das ist halt eine richtig schöne Barriere. Also eigentlich wird nur die Folie von einer Seite nass und nicht mehr euer Zelt. Also das würde ich jedem empfehlen. Es ist kein Muss, es ist einfach nur ein angenehmer Bonus. Kann man auch einfach mal so auf den Boden legen, wenn man seinen Rucksack auspackt und das nicht alles unbedingt auf den Boden legen will direkt. Ne? Wenn der Boden nass ist etc., ist das auch nochmal ein nettes Gimmick. Das darf man ja auch nicht vergessen. Dann kommen wir jetzt zum Zelt. Das ist das Duplex-Tent der amerikanischen Firma Sea-Pax. Ja, ich weiß, ich nenne den Namen recht oft, aber ich kann da nichts für. Ja, das Zelt hat sich auf jeden Fall bewährt. Das ist ein Zweimann-Zelt. Sea-Pax bietet auch noch eine größere Variante an, also ein 2,5-Mann-Zelt. Aber ich habe in freier Wildbahn noch niemanden getroffen, der dieses riesengroße Zelt hat. Meiner Meinung nach ist ein Duplex-Tent für 2 Personen mit normaler Größe absolut ausreichend. Man muss auch bedenken, dass Cycling Machine und ich sogar noch in dem Zelt unsere Rucksäcke haben, obwohl man eigentlich in diesem Art Vorzelt das auch noch lagern könnte. Ja, ich kann ja gleich noch ein paar Detailaufnahmen mit der Makrolinse wieder einblenden. In dem Zelt ist noch nicht ein einziges Löckchen drin. Ich kann zu dem Zelt vom Material her, vom Aufbau her einfach nichts Negatives sagen. Das ist, die Firma weiß einfach, was die hier herstellen. Und das ist wirklich ein Top-Produkt. Ja, das Schöne an den Sea-Pax-Zelten ist, man kann sie in 2 Varianten aufbauen. Einmal traditionell mit den Heringen, die man natürlich extra kaufen muss. Ich habe hier welche aus Titanium. Oder auch als freistehendes System. Und zwar habe ich mich für dieses System entschieden. Da kann man dann zusätzlich hier ein paar etwas längere Zeltstangen kaufen. Und das habt ihr bestimmt in meinen Videos gesehen, diese Aufbauweise. Damit hat man ein freistehendes System. Somit kann man dieses Zelt auch auf diesen Trekking-Plattformen aufbauen, in Schutzhütten, auf Betonböden. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe dieses Zelt noch niemals klassisch aufgebaut, doch ein einziges Mal, als ich es gerade neu bekommen habe, sondern immer nur in der freistehenden Variante. Erstmal kann man das Zelt schneller aufbauen, es steht direkt, man hat einen perfekten Pitch. Und ich mag es einfach. Also ich mag zum Beispiel nicht in Schutzhütten einfach so mich auf den Boden zu knallen. Bei dem ganzen Zeug, was da kreucht und fleucht, Spinnen, Mäuse, Käfer, was weiß ich, wem das nichts ausmacht, wunderbar. Aber mir macht das was aus, im Hiking Machine sowieso. Und deswegen haben wir uns für diese Variante entschieden, weil wir dieses Zelt einfach überall dann aufbauen können. Also auch in so Schutzhütten, in diesen Vorräumen, nenne ich das mal, auf einem schönen Betonboden. Dann ist man trotzdem irgendwie, ne, hat man seine schöne Umgebung und kann in Ruhe schlafen. Ja, deswegen wundert euch nicht, wenn ihr manchmal seht, dass wir dieses Zelt an den unmöglichsten Stellen aufbauen. Das hat halt genau diesen Grund. Es ist auf jeden Fall sehr praktisch, keine Frage. Ja, wie sieht es im Wind aus? Also wir hatten einmal richtig schönen starken Wind, ich glaube, das war oben auf der Löwenburg. Und da ist dieses Zelt tatsächlich mal in die Knie gegangen. Da blies der Wind so hart rein, dass diese freistehenden Zeltstangen wirklich das ganze Zelt wumm, eingedrückt haben. Das Material selber ist ja klar, kommt aus dem Segelsport. Wind tut dem gar nichts an, da lacht das Zelt drüber. Aber, und da habe ich mich dann auch mal ein bisschen schlau gelesen, wenn man wirklich sehr windige Bedingungen hat, dann kann man, und man hat nur dieses freistehende System, kann man trotzdem noch zusätzlich seine beiden Trekkingstöcke als Verstärkung nehmen und schon ist man komplett safe. Also muss man sich da auch keine Sorgen machen. Ja, negative Punkte zu diesem Zelt, ganz klar, Nummer 1, wieder mal das Preisschild, ganz klar. Und da gebe ich auch vielen von euch recht, die jetzt sagen, Mensch, das ist aber schon teuer, gebe ich euch recht, es muss nicht unbedingt ein Zelt von Sea-Pax sein. Ich war auch recht unerfahren, als ich mir diesen ganzen Ultralight-Krempel gekauft habe und habe mich da an die amerikanischen Hiker gehalten, was nehmen die, welche Namen fallen da und habe der Sache ein bisschen vertraut. Wurde auch nicht enttäuscht, ganz klar, die Sachen sind gut. Aber heute, ob ich mir heute noch mal ein Zelt für 500 Euro kaufen will, ach, wahrscheinlich ja, aber es muss man wirklich nicht. Also da gibt es mittlerweile wirklich sehr, sehr gute Alternativen. Ja, ein weiterer riesengroßer Nachteil ist, das Duplex ist ein sogenanntes Einwandzelt. Das heißt, bei kälteren Nächten bildet sich auf jeden Fall immer Kondenswasser
in der Innenseite. Das hat CPEX zwar einigermaßen gut gelöst. Das Kondenswasser läuft eigentlich schön außen durch das Mesh ab und es bildet sich eigentlich keine Pfütze in dem Bathtub, also in der Innenwanne. Allerdings stößt man doch mal gerne mit dem Schlafsack, also speziell mit dem Fußteil, ab und zu mal gegen die Innenwand des Zeltes und so kann der Schlafsack dann auch mal nass werden. Das ist auf jeden Fall ein Riesennachteil, den aber auch andere einwendige Zelte haben. Ja, das war es auf jeden Fall zu meinem Shelter. Kann ich dieses Zelt empfehlen? Uneingeschränkt. Das Zelt hat wirklich bis jetzt jede Wetterkapriole gemeistert. Gar keine Frage, ist ein Leichtgewicht für ein 2,5-Mann-Zelt. Wer halt über das Preisschild hinweg schauen kann, wunderbar, kann sich diese Sachen von CPEX oder von Hyperlite Mountain Gear auf jeden Fall mal anschauen oder von Gossamer Gear. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ob ihr nun die freistehende Variante haben wollt oder die klassische mit zwei Trekkingstöcken und dem klassischen Pitch, das ist euch überlassen. Beides geht, wunderbar. Ja, dann zum Abschluss, werde ich das Zelt weiterhin benutzen? Ja, auf jeden Fall, wenn ich mit Hiking Machine zusammen meine Tour laufe. Ansonsten habe ich mir jetzt schon was Neues gekauft, das stelle ich ja demnächst vor, ist mir dieses Zelt wirklich zu groß. Es ist für einen Mann, also da hat man schon ein paar Last. Da kann man sich dann auch wirklich ausbreiten, klar. Aber es ist mir gewichtsmäßig dann, ihr werdet lachen, ja, ist mir zu schwer und zu groß. Aber sind wir mit zweimal unterwegs, das Zelt der ersten Wahl. Nee, liebe Leute, das Video ist schon wieder viel zu lange geworden. Und ich habe mir so fest vorgenommen, diesmal wirklich nur einen Teil draus zu machen. Aber ich habe gesabbelt. Ich habe den Film noch nicht mal ganz zu Ende und ich bin schon bei über einer Stunde. Deswegen mache ich wieder zwei Teile daraus. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, aber ich habe auch schon viel rausgeschnitten. Aber wie kann man nur so viel quasseln über so eine unwichtige Sache wie Gier eigentlich? Geht lieber raus in die Natur und genießt es, das ist viel wichtiger. Nein, aber Spaß beiseite. Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick in die Welt des Ultraleichtwanderns gefallen und ihr seid auch beim zweiten Teil wieder mit dabei. Ich sage wie immer, denkt immer dran, auch kleine Schritte führen ans Ziel. In diesem Sinne, sober out, wir sehen uns.